starten wir im Hamburger Hauptbahnhof. Bereitgestellt wird der ICE nach Kopenhagen. Es fahren hier sogenannte Diesel-ICE-T. Sie gehören zur Familie der ICE-Neigezüge. Im 2-Stunden-Takt wird die Relation Hamburg-Kopenhagen bedient. Ausfahrt im Hauptbahnhof. Die vierteiligen Züge sind seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2007 auf der Vogelfluglinie unterwegs. In Kooperation mit der dänischen Staatsbahn wird der Betrieb abgewickelt. Zu den wichtigen Unterwegshalten zählt Lübeck. Imposant ist die vierschiffige Bahnsteighalle. In Lübeck besteht Anschluss an zahlreiche Regionalverbindungen. Mit über 30.000 Reisenden täglich zählt der Bahnhof zu den mittelgroßen in Deutschland. Nach Lübeck ist die Strecke nicht mehr elektrifiziert. Der ICE-TD ist ab hier nur noch auf Schleichfahrt unterwegs. Durchfahrt in Bad Schwartau. Im Zuckeltempo rollen wir Richtung Norden. Oft sind es nicht einmal 100 km/h. Auf der eingleisigen Strecke hat der ICE-TD aber Vorfahrt. Regionalbahnen müssen warten. Trotz der gemächlichen Fahrt wird in nur einer guten Stunde Oldenburg in Holstein erreicht. Das alte Bahnhofsgebäude empfängt den modernen Zug. Wir müssen noch die 100 Meter machen und die Klappe geht wahrscheinlich runter. Oder der Däne, der
Bis Puttgarden sind die Züge mit DB-Personal besetzt. Dort werden sie von dänischen Eisenbahnern übernommen. Sechzig Meter ist sie lang, die Fehmarnsundbrücke. Gemeinsam rollen Eisenbahn und Straßenverkehr über das Bauwerk. Der Fährbahnhof Puttgarden. Zusammen mit der Fehmarnsundbrücke ist er 1963 in Betrieb gegangen. Ursprünglich mit 6 Bahnsteiggleisen. Heute sind nur noch 2 in Betrieb. Im Halbstundentakt fahren die Fähren. Die Deutschland landet in Puttgarden an. Der Eisenbahnverkehr über Puttgarden ist seit 1997 mit der Eröffnung der Brücke über den Großen Belt deutlich zurückgegangen. Der Güterverkehr ist gänzlich eingestellt. Trotz des längeren Weges ist der Betrieb über Padborg wirtschaftlicher. Der ICE-TD aus Hamburg rollt in Puttgarden ein. Seit Dezember 2007 aufgewertet zum ICE-Bahnhof.